Ja, wir gratulieren heute Abend unseren grünen Freundinnen und Freunden in Schleswig-Holstein ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Sie haben das super Ergebnis vom letzten Mal noch einmal getoppt. Toller Wahlkampf, engagierter Wahlkampf, gute Kandidatin, gute Kandidaten, ein überzeugendes Programm. Ja, und eins ist klar, auch im Norden ist zum 7. Mal in Folge Schwarz-Gelb abgewählt worden. Ein eindeutiges Signal nach Berlin und es lässt hoffen für 2013. Aber die Wahl hat auch Bedeutung für uns in NRW. Ja, absolut, weil wir jetzt noch eine Woche richtig kämpfen müssen. Über ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler ist noch unentschlossen. Wir versuchen in den letzten Wochen nochmal alles zu geben, Menschen zu überzeugen, dass Grüne eine gute Arbeit geleistet haben und auch weiter leisten werden für guten Klimaschutz, für eine gute Bildungspolitik, für mehr Beteiligung und Gerechtigkeit. Und Rot-Grün braucht eine eigene Mehrheit, um weiterregieren zu können. Und dafür sind Grüne der Garant, denn Zweitstimme Grün heißt ganz eindeutig, dass es mit Rot-Grün weitergeht. Das heißt, man kann diese Regierung aus Kraft und Lörmann weiter aktiv wählen, unterstützen, indem man am 13. Mai grün wählt. Und dafür werden wir noch werben. Ja, denn das Rennen ist noch nicht gelaufen. Eine Woche noch. Volle Kraft voraus. Wir geben alles.